Es ist immer noch sehr schön. Und jede Vorstellung hier hat mich sehr gefreut. So. Oder so ähnlich würde wohl das Urteil von Kaiser Franz Josef heute lauten, zu dessen 60. Wiederkehr seines Regierungsantrittes 1909 das Jubiläumsstadttheater erbaut wurde. Theater spielte man in Baden natürlich schon seit Maria Theresias Zeiten und pflegt damit bis heute eine der ältesten Theatertraditionen hier in Niederösterreich. Und genau darüber will ich Ihnen jetzt erzählen, weil mich als Sänger seit knapp einem Jahrzehnt sehr viel mit diesem wunderbaren Haus verbindet. Das erste Theatergebäude aus 1716 und sein Nachfolger wichen 1909 dem heutigen Haus, das in nur einjähriger Bauzeit vollendet wurde. Eröffnet wurde damals mit der von Beethoven in Baden komponierten Weihe des Hauses. In der Spielzeit 2018-19, die übrigens unter dem Motto Freiheit und Gefangenschaft steht, gibt es noch mehr von Beethoven zu hören. Fidelio feiert mit Miriam Portmann, Reinhard Alessandri und dem Intendanten Michael Lackner Premiere. Apropos Intendant, ich muss Ihnen ja meinen Chef vorstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich bei uns als Gast der Bühne Baden Thomas Weinhappel begrüßen. Die Freude ist ganz meinerseits. Herr Lackner, Sie kamen ja 2017 als Intendant hier ins Haus und mit Ihnen gleich 700 weitere. Ach so, wer denn? Naja, der im Jugendstil gehaltene Saal im Parterre und die beiden Ränge erhielten doch 2017 eine vollkommen neue Bestuhlung. Das sind die 700. Oder sind die 816 Plätze aus 1909 alle halten geblieben? Nein, also wir wollten schon den Sitzplatzkomfort natürlich verbessern, fürs Publikum hier eine angenehme Atmosphäre schaffen. Aber was neu hinzugekommen ist, ist ein Spielzeitmotto. Und zwar 2018-19 haben wir uns das Thema Freiheit und Gefangenschaft auserkoren. Das ist interessant. Ich erlebe das Theater immer von seiner allerbesten Seite. Neben dem unglaublichen Flair, den es ausstrahlt, ist es auch technisch immer top. Ja, also man muss ständig instand halten natürlich. Wir haben beispielsweise eine neue Tonanlage bekommen, einen neuen Chorprobenraum, die Außenfassade wurde komplett renoviert 2014 und, wie Sie schon richtig erwähnt haben, diese wunderschöne neue Bestuhlung. Und das Max-Reinhardt-Foyer, die zweite Spielstätte hier im Haus? Seit wann gibt es die? Die gibt es seit 2010 und die ist benannt nach dem großen Theatermann Max Reinhardt, dem wir auch hier in Baden in seiner Geburtsstadt ein Denkmal setzen wollten. Er ist ja der Gründer der Salzburger Festspiele gewesen. Die Bühne ist 3x5 Meter groß und wir bieten hier Kleinkunst, Kabarett, Kammerveranstaltungen, Soireen, Matineen, Operettencafés und Nightlights. Bei so mancher Premierenfeier kann das Publikum seinen Künstlern hautnah begegnen. Das finde ich großartig. Ich glaube, es ist wichtig, dass unser Publikum hier mit den Künstlern auf Augenhöhe kommunizieren kann. Aber was mir noch ganz besonders wichtig ist, ist unser junges Publikum. Das ist unsere Zukunft. Deswegen machen wir hier Familienveranstaltungen, Schulvorstellungen, Kindervorstellungen, alles das für das junge Publikum. Und alles das hier in diesen wunderbaren, prächtigen Räumlichkeiten. Das Publikum kennt doch diese wunderbaren Räumlichkeiten, wäre aber sehr neugierig, wie es hinter der Bühne aussieht. Na, Sie kennen sich ja aus. Schauen Sie sich's an. Das also sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Nahezu 87.000 Menschen sehen hier in etwa 120 Vorstellungen im Jahr. Immer wenn der 7 Meter hohe Vorhang sich hebt, genießt das Publikum hier Oper, Operette, Musical, aber auch Sprechtheater in einer sehr gelungenen Mischung aus populären und etwas unbekannteren Stücken. Im Orchestergraben sitzen rund 25 Musiker. An der Tonanlage, bei der Beleuchtung, im Chor, im Ballett, den Requisiten, der Maske und den Kostümen arbeiten noch weitere 65 Mitarbeiter. Komm zu den Husaren. In Baden ist jede Gastrolle wunderbar. Egal ob Papageno, Prinz Ivan oder der witzige Dichter Calico aus Madame Pompadour. Rund 2 Stunden vor dem Publikum kommen wir alle nach Baden
dann geht es zuerst in die Garderobe und dann hierher in die Maske. 2009 verwandelte ich mich wie jetzt in den Grafen Homonai aus dem Zigeunerbaron, mit dem ich damals in Baden debütieren durfte und den ich heute Abend singen werde. Und was steht sonst noch am Spielplan 2018-19? Leo Fals, die geschiedene Frau, mit Matthias Stoppinzek, Maya Bog und Martha Hirschmann. Offenbachs Salon Pitzelberger mit Helmut Wallner und Alice Waginger. 2019 folgen Der Vogelhändler von Karl Zeller mit Clemens Kerschbaumer. Und zum Schluss der Spielzeit Der Kuss der Spinnenfrau mit Drew Sarich und Martin Berger. Und schließlich Zigeunerliebe von Franz Leher mit Vincent Schirmacher und Cornelia Horak in der Sommerarena. Die Sommerarena, richtig, die müssen Sie sehen. Ja, ist das der Kaiser? Willkommen, Majestät. Erkennen Sie Ihr K&K privilegiertes Tagestheater der landesfürstlichen Stadt Baden überhaupt noch? Ja, das Glasdach, das ist noch aus 1906, das fahrbare Glasdach, aber natürlich jetzt in einer moderneren Ausführung. Da würde er schauen, der alte Kaiser, wenn er sieht, was sich hier im Kurpark alles verändert hat. Allein das Glasdach ist ein Unikat im Genre Open Air, was es weltweit nirgendwo gibt. Das glaube ich. Aber das war damals natürlich eine Holzkonstruktion und es haben 900 Gäste hier Platz gehabt. Hat ganz anders ausgeschaut. Aber der Slogan damals hat gelautet, in der Arena, da ist schöner, weil die Männer rauchen können. Also so eine Raucherwerbung brauchen wir jetzt nicht mehr. Uns genügen voll auf die positive Rezension und das Wohlwollen unseres Publikums. Ja, liebes Publikum, unsere Geschichte hat mit dem alten Kaiser begonnen und mit Ihnen geht sie weiter. Und wenn Sie nun zu uns an die Bühne Baden kommen, hoffen wir, dass auch Sie sagen werden: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.